Wenn ich Informationen brauche, dann gehe ich da drauf und dann kriege ich halt die Informationen, die ich suche. Mehr als ein Drittel aller 12- bis 19-Jährigen nutzen regelmäßig Wikipedia. Ich glaube, dass Wikipedia eine Wissensseite ist. Woher kommt dieses Wissen? Ich glaube nicht, dass einfach so irgendjemand reinschreiben kann, sondern ich glaube eher, dass die Macherperson die Erlaubnis geben, etwas reinzuschreiben und auch die Informationen vorher prüfen. Vielleicht muss man auch bei Wikipedia arbeiten, um da was reinschreiben zu dürfen. Also ich weiß es echt nicht. Was sollte man über Wissen wissen? An der Friedensburg-Oberschule in Berlin gibt es heute Unterricht in Wikipedia. Innerhalb von 2 Schulstunden lernen die Schülerinnen und Schüler, wie das Wissen in die Wikipedia kommt und wie die Qualität der Einträge sichergestellt wird. Sie veröffentlichen gemeinsam einen Artikel über ihre Schule und entdecken darüber die Möglichkeit, Wissen selbst zu gestalten, anstatt nur zu konsumieren. Ganz automatisch ins Spiel kommt dabei eine der wichtigsten Kompetenzen unserer Zeit: das Bewerten und kritische Hinterfragen von Informationen. Wir sind von Wikimedia Deutschland. Mein Name ist Christina, das ist Katja. Neben mir steht Nico. Nico ist seit 9 Jahren ehrenamtlicher Autor für die Wikipedia. Spezialgebiet: deutscher Hip-Hop. Man sollte Wikipedia verstehen ein bisschen, dass es nicht nur ein Lexikon ist, was im Internet da ist, sondern man sollte auch verstehen, was die Ziele davon sind. Wissen ist halt Macht, ne? Das ist halt klar irgendwie, weil in einem Rechtsstaat zum Beispiel brauchst du halt Zugang zu unabhängigen, freien, neutralen Wissen, so, wenn du dich über irgendwas informieren willst. Und da ist es auch gut, dass sowas kostenlos ist, dass auch Leute, die nicht so viel Geld verdienen oder kaum was haben, dass die diesen Zugang haben sozusagen. Dass jeder gleich ist und jeder das benutzen darf, so wie er will. Wikipedia ist eine Art digitales Klassenzimmer, das sich von der Schule jedoch grundlegend unterscheidet. Hier gibt es nicht die einen, die lehren und die anderen, die lernen, denn hier können alle beides gleichzeitig tun. Es gilt das Wiki-Prinzip. Alle Inhalte werden gemeinschaftlich erstellt und weiterentwickelt. Die Vision dahinter ist eine Welt, in der das gesamte Wissen der Menschheit allen frei zugänglich ist. Glaubt ihr denn, wer so sich in der Wikipedia tummelt? Also wer schreibt denn das alles? Fast richtig. Neben Nico sorgen allein in Deutschland tausende ehrenamtliche Autorinnen und Autoren dafür, dass Wikipedia jeden Tag um hunderte neue Artikel wächst. Jede Sekunde werden Inhalte verbessert, ergänzt oder verändert. Wer sind diese Personen? Ich habe schon von einigen Leuten die lustigsten Sachen gehört. Manchmal ist es eine riesengroße Redaktion, die dahinter steht, die wie ein Lexikon schreibt. Manchmal sind es irgendwelche Professoren, die sich nur mit einem Fachgebiet beschäftigen. Und es wissen relativ wenige, dass man einfach mitschreiben kann. Es gibt oben diesen Knopf Bearbeiten, dass man da einfach draufklicken kann und selber einfach ein kleines Zahnrad von der großen Wikipedia sein kann. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern weltweit. Es gibt halt hier in Deutschland eine Community, die die deutsche Wikipedia schreibt. Es gibt aber genauso in anderen Ländern auch Communities, die die Wikipedia da schreiben. Die Wikipedia einfach ein Platz ist, wo man versucht, sich der Wahrheit so gut wie es geht anzunähern. Was bedeutet dieses Grundprinzip für die Qualität der Beiträge in der Wikipedia? Oder anders, stimmt alles, was in der Wikipedia steht? Ich glaube, dass es alles richtig ist, was da ist. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es richtig ist, alles. Jedes Programm kann gehackt werden, aber ich weiß nicht, wieso man unbedingt Wikipedia hacken sollte. Ich als Lehrerin bin immer sehr skeptisch mit Wikipedia. Die Sache, dass jeder da schreiben kann, ist eigentlich, also einerseits ganz gut, sehr demokratisch, aber andererseits heißt das vielleicht nicht jeder weiß, worüber schreibt. Ne? Wir fragen genauer nach. Wie wahrscheinlich ist es, dass eine falsche Information in der Wikipedia öffentlich sichtbar wird? Das ist unwahrscheinlich, dass es so kommen würde, weil zunächst werden von neuen Benutzern und von IP-Adressen die Änderung als ungesichtete Änderung abgespeichert. Das heißt, zuerst kann man das gar nicht richtig sehen. Der Beitrag muss gesichtet werden, das bedeutet, ein Sichter bestätigt, dass da kein Vandalismus drin ist. Da so viele Leute mitmachen, gibt es auch so eine ständige Überwachung der Inhalte. Und das ist genau da, worauf es ankommt. Und trotzdem bleibt ein kritischer Umgang mit Informationen ein absolutes Muss. Ich glaube nicht alles blind, was in der Wikipedia steht, weil es ist halt ein riesengroßes Projekt, was in der Entstehung im Aufbau ist. Es ist nicht fertig. Es können sich ja Sachen ändern, es können Sachen veraltet sein. Wikipedia ist ja quasi dann auch nur eine Sammlung von weiteren Quellen. Und anhand der Bewertung dieser kann man dann halt eben selber entscheiden. Glaube ich das oder gucke ich lieber noch mal anders nach? Man soll halt kritisch die Sachen hinterfragen, aber das soll man generell machen, meiner Meinung nach. Ich habe erfolgreich 2 Meldungen verursacht zu dieser Botschaft. Warum machst du das? Also macht dir das Spaß, Sachen auf Wikipedia also hochzuladen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe das Gefühl manchmal bei Wikipedia, dass wenn ich da mitmache, dass ich an was Großem einfach mitarbeite so und dass ich dann dadurch was verändere, was einfach da bleibt. Und das finde ich wiederum ziemlich cool. Ja. Verdient man eigentlich mit Wikipedia?
Ich verdiene kein Geld, ich mache das freiwillig. Das ist ja auch das Grundprinzip sozusagen. Die Leute machen das freiwillig, ja, damit das kostenlos verfügbar ist. Das ist unabhängig. Es gibt auch keine Werbung bei Wikipedia, ne? Und das ist nicht selbstverständlich. Wikipedia ist viel mehr als nur eine Website. Sie ist Teil unseres Alltags und für viele Schülerinnen und Schüler längst die wichtigste Anlaufstelle für Informationen im Internet geworden. Das ist das moderne Lernen, würde ich sagen. Ich habe das gesamte Wissen und stelle es anderen oder der gesamten Welt zur Verfügung, ohne dass ich dafür in einen gesonderten Raum gehen muss, also bis auf das Internet, ohne dass ich dafür Geld ausgeben muss. Und es kann jederzeit erneuert werden. Diese Idee, dass die Leute selbst in der Enzyklopädie mitwirken können, das ist eine ganz neue Einstellung mit Wissen. Die Vermittlung von Fähigkeiten zu gemeinschaftlichem Lernen und der Umgang mit freien digitalen Inhalten ist in der heutigen Zeit also zentral. Um genau dieses Wissen in noch viel mehr Schulen zu verbreiten, wurde die Broschüre Wikipedia Gemeinsam Wissen gestalten zusammengestellt. Die Broschüre wurde erstellt von Wikimedia Deutschland und ClickSafe und der Wikipedia Community und soll Lehrkräfte dabei unterstützen, Wikipedia auch praktisch im Unterricht einzusetzen. Dazu gibt es verschiedene Aufgaben und Praxisbeispiele und Arbeitsblätter. Das heißt, Lehrkräfte können nicht nur selbst verstehen, wie die Wikipedia funktioniert, sondern auch Aufgaben mit in den Unterricht nehmen und ihren Schülern und Schülerinnen vermitteln, was in der Wikipedia steckt und wie toll es ist, Wissen mitzugestalten. Ganz kurz, wer will bei Wikipedia anfangen, so aus Interesse? Ja, sehr gut, sehr gut. Ihr wisst ja jetzt, wie man sich anmeldet, ne? Und könntest du dir auch vorstellen, dass es irgendwas gibt, worüber du mal einen Artikel schreiben würdest? Ja, ich glaube schon. Also irgendwann mal